Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer ganz besonderen Folge Retro Panda quält sich. Und zwar ist heute King of Monsters für das Super Nintendo dran. Werdet ihr euch jetzt sicherlich fragen, das hat gar nicht so einen schlechten Ruf, oder? Genau das dachte ich nämlich auch und wollte zu dem Spiel eigentlich einen Test machen. Aber beim Anspielen hat es mich wegen einem Fakt richtig, aber richtig zur Weißglut gebracht. Ich zeige euch gleich, warum, dass ich Wut im Brand gesagt habe, das ist jetzt, kommt jetzt zu Retro Panda quält sich. Das hat keinen guten Test verdient. Ich werde euch zeigen, warum. Allgemein sind die Bewertungen bei Game FAQ und so weiter eigentlich so relativ durchschnittlich, solide halt. Aber dieser eine Fakt, ich weiß nicht, der ist unnötig und ich zeige ihn euch, warum. Ansonsten ist das Spiel halt jetzt nicht Grütze ohne Ende. Es ist solide eigentlich. Deswegen eigentlich nicht ganz so passend für diese Serie. Aber bevor ich es euch noch länger zulaber, zeige ich euch das. Genau, und zwar habt ihr verschiedene Optionen natürlich. Ein Spieler, zwei Spieler. Wir machen natürlich einen Spieler. Grundsätzlich ist das so ein 1 gegen 1 Fighting-Spiel mit halt diesen japanischen Monstern, wie sowas wie Godzilla, ohne dass es natürlich Godzilla heißt und so weiter, weil sie die Lizenz nicht haben. Ich hatte mal rumgetestet, als ich dieses Testvideo eigentlich machen wollte, kam mit denen eigentlich ganz gut klar. Die Kämpfe sind eigentlich, jo, recht ansehnlich. Technisch natürlich jetzt kein Meisterwerk. Aber was ich halt cool finde, wie man hier sieht. Na. Na. Also die zerstörbare Stadt, wollte ich euch sagen. Ich muss jetzt kurz die Tastenkombination wieder herausfinden. Ist ein bisschen her, dass ich das versucht habe zu testen. Es gab da so einen coolen Sprung. Genau. Man läuft so und dann zack. Damit kann man ihn eigentlich immer umwemsen. Wie man sieht, sind die Gebiete natürlich etwas limitiert. Was halt ganz cool, weil man halt diese Stadt wirklich zerstören kann. Wobei es natürlich echt schade ist. Ach, ich zeige euch mal, gucken, ob ich das schaffe. Na, nee. Aber man kann sich diese Schiffe, die hier so rumfliegen, nämlich auch schnappen und den Gegner entgegenwerfen. Das haben sie ganz gut gemacht eigentlich. So, bevor er hier seine Killerattacke macht. Ja, es ist halt relativ schwerfällig. Mein Geschmack ist es nicht, wenn ihr natürlich auf diese japanischen Monstergeschichten steht, dann ist das natürlich echt eine feine Sache. Ist eigentlich ein Spielhallenspiel. Hier, man kann so Resting Moves natürlich machen, ne? Wie hier, ich weiß die Fachbegriffe leider nicht, also schnappen, dann rennen lassen und so weiter. So. Aber man kommt eigentlich zumindest hier im ersten Level durch diese Ram-Attacke eigentlich ganz gut. Oh! Das hat einen Wurf bei mir gemacht. Kommt man eigentlich ganz gut weg. Also wie man sieht, das ist eher so ein bisschen Wrestling-orientiert. Das ist auch so eine blöde Stelle. Wenn man auf dem Boden liegt und er diese Spezialattacke machen kann, kann man eigentlich nichts dagegen machen. So. Also da kann man sich eigentlich den Weg relativ gut ercheaten, sage ich mal. Wie man sieht, kommen auch so Kampfhubschrauber thematisch und so weiter. Ist halt natürlich schade, dass es eh nur 4 Kämpfer gibt. Na, jetzt bin ich hier. War ich zu schnell? Also quasi eine Taste springt ihr, eine Taste schlagt ihr und eine Taste tretet ihr. Auch jetzt nicht unbedingt die geilste Steuerung auf Erden, muss ich sagen. Aber das Coolste ist halt, dass man diese Städte zerstören kann, ne? Also hier, man sieht so, auf den Nahkampf sollte man sich eh nie einlassen. Man sollte sich ja wirklich auf diese Würfe und so weiter verlassen. Damit kommt man auf jeden Fall wesentlich weiter. Wobei ich natürlich jetzt auch kein Experte bei dem Spiel bin. Also, wie gesagt, ist nicht sehr spektakulär. Habe ich hier einen Questing-Move gemacht. Wobei ich zugeben muss, die löse ich eher durch Zufall aus. So. Das Problem kommt nämlich gleich. Und zwar, ihr seht ja um die Lebensbalken. Der Gegner hat nicht mehr viel, ne? Hm? Aufpassen. So, jetzt hat er gar keinen mehr. Jetzt muss ich ihn wie im Wrestling runterpinnen. Muss mal gucken, ob ich wieder die Tastenkombi dazu finde.
Ja, komm, 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 komm. Ja, es ist halt auch, dass sie natürlich so lange liegen bleiben. Es ist natürlich, je niedriger der Lebensbalken, desto länger bleiben die liegen. Ja. Timing verpasst. So. So. Mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Wie die Tassen. Das ist nämlich auch diese Frage, bis ich herausgefunden habe, was für eine Tastenkombination man zum Runterpinnen braucht. Ne, weil bei normalen Kampfspielen würde man sich denken, okay, Runde vorbei, war ein interessanter Kampf, aber gut ist. Aber dieses nervige Runterpinnen, und da steht ja immer wieder auf. Immer wieder steht der auf. Ja? Eine Sache ist nämlich, ich weiß, ich hoffe, ich kann es euch zeigen. Auch da, ne? Kämpf, bumm, beide liegen. Beide liegen. Und der Kampf geht nicht weiter. Einfach unnötig. Einfach unnötig. So, jetzt. Versuche ich ihn runter zu pinnen. Schon bei der 1, zack. Obwohl ich ihn so dermaßen schon in den Arsch versohlt habe. Ne? So. Wieder. Neuer Versuch. Ne? Falscher Knopf. So. Er kann im Prinzip echt nichts mehr machen. So. Nächster Versuch. Wieder! Was soll das denn? Ich verstehe es nicht. Ich habe ihn doch eindeutig, habe ich ihn besiegt. Und das Schlimme ist, ihr seht in der Mitte ein Zeitlimit. Ihr müsst den in diesem Zeitlimit runterpinnen. Und wieder bei 1. Was für ein Müll ist das denn? Ich habe ihn doch besiegt. Warum muss man sowas unkompliziert schwer machen? Warum? Warum? Aber das Gute ist, dass natürlich, das zählt natürlich jetzt auch für uns, wie man sieht, ne? Wie gesagt, Technik ist, geht in Ordnung. Ist nicht wunderschön natürlich. Zack. So. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas grundsätzlich falsch mache, aber ich versuche ihn schon wieder runter zu pinnen und wieder bei der 1. Und es soll bis zu 3 gezählt werden. Was für ein Bullshit. Ganz ehrlich. Reiner Bullshit. Zwei. Und guck doch mal, wir haben jetzt noch 13 Sekunden. Ah! Er kann mich auch nicht runterpinnen. Das ist doch kein spannendes Spielprinzip jetzt. Wie oft habe ich den jetzt fucking versucht, nochmal runterzupinnen? Das hat mich so aufgeregt bei dem Test. Aber sowas von. Ja, und Runde vorbei, Timeout. Man kann das Zeitlimit höher stellen. Aber dadurch wird es trotzdem nicht spaßiger. Ganz ehrlich. Nee. Ich will jetzt mal nicht continue. Ich zeige euch jetzt nochmal einen anderen Kämpfer, damit ihr mal ein bisschen was anderes sehen könnt. Aber es ist exakt dasselbe Problem. Ich sag's euch. Und das ist einfach nur Bullshit. Wer dachte sich denn, dass das ein vernünftiges, schönes Spielprinzip ist? Jetzt mal ehrlich. Ich weiß, dass es einen zweiten Teil gibt. Ich glaube, der ist bei uns aber nicht erschienen. Ja, hier, Beam, man kann Spezialattacken machen, aber ganz ehrlich, ich glaub, Beam ist damit dieses Fliegen gemeint, ach, keine Ahnung. Nehmen wir mal hier ihn hier, keine Ahnung. Also ich kenne mich in diesem japanischen Monster-Universum nicht so aus, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, genau das ist der und das ist der. Aber ihr werdet sehen, dasselbe fucking Problem. Es ist ja schon so, dass die Kämpfe jetzt nicht sehr, eher schwerfällig sich steuern. Gut, es sind auch Monster, deswegen geht das auch in Ordnung so gesehen, ne? Dieses Fliegen, aufeinandertreffen, dass beide erstmal liegen bleiben, ne? Bam! So. Komm.
Also für meinen Geschmack bleiben die eh viel zu lange liegen. Ne? Nahkampf kann man gar nicht machen. Ihr macht einen Schlag, er macht einen Schlag und dann sind sie irgendwann beide K.O. Ich will euch das mal zeigen. Hier war doch ein Schiff. Zack. Es ist halt schon, dass die Kämpfe nicht so spannend sind. Wie gesagt, wenn ihr natürlich auf dieses japanische Monster-Universum, sage ich mal, steht, ist das natürlich ein 1A-Spitzenspiel. Auch nicht 1A, aber dann habt ihr da natürlich noch einen ganz anderen Bezug zu, als ich hier zum Beispiel, klar. So. Fangen wir wieder an. Mal gucken, ob wir diesmal schaffen. Aha. Bäm. So. Also. 3,5 Minuten. Ah, okay. Da war ich etwas zu spät mit dem Pin. Ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn ihr den rumwerft. Bäm. So. Versuchen wir mal zu pinnen. Na, sollst du ihn pinnen? Das ist natürlich auch mal so ein bisschen hakelig, weil ihr müsst genau über ihn stehen oder unter ihn, glaube ich. Das ist dann auch so unnötig hakelig. Warum muss das so schwer sein, ein Match zu beenden? Wieder bei 1. Zack. Und er sprüht mich jetzt an. Das ist doch kein Spaß. Ich weiß nicht, wie die Arcade-Version ist. Ich weiß nicht, ob es da auch so fummelig ist. Aber ich habe gelesen, ich habe natürlich gegoogelt, wie beende ich einen Kampf, verdammt nochmal. Gibt es da irgendwelche Tricks, irgendwas, was ich übersehen habe? Das Einzige, was ich halt mit diesen Anpinnen gefunden habe, ist, dass da Leute gefragt haben, ich glaube, zu irgendeiner Arcade-Sammlung. Keine Ahnung, ob das für die PlayStation oder für die Wii war, weiß ich jetzt nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Das habe ich gefunden, aber da ist auch das Problem. Das heißt, bei der Arcade-Version scheint das auch ähnlich zu sein. Dann frage ich mich, bin ich jetzt doch zu blöd, oder? Das kann doch jetzt nicht so ein grundsätzliches Problem bei jedem sein. Wie man sieht, ich dominiere den Kampf. Ich wollte den nicht hochheben. Ich wollte den doch anpinnen. Warum ist dieses Anpinnen so schwer? Warum? Bei WWF Superstars auf dem Game Boy geht das auch super. Geht man hin, drückt man beide Knöpfe, gut ist. Auch das ist da ein bisschen fummelig geraten. Aber kein Vergleich zu dem Müll hier. Wenn man denn beim Rennen, ja, dann fliegen sie beide und... es macht keinen Spaß. Da kann diese zerstörbare... Komm! Du sollst ihn nicht hochheben, du sollst ihn scheiß pinnen. Verdammte Hacke, ey. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich mach dasselbe wie mit dem anderen Kämpfer gerade und der hebt ihn immer hoch. Und wie lange man liegen bleibt, ne? Das ist bei keinem Spiel gut. Na komm, komm, mach einen Wurf. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie mit diesem Power Meter da links zu tun hat oder ähnliches, aber... Jetzt hüpft er hier durch die Gegend, ey. So. Versuchen wir nochmal. Gucken wir mal. Und wieder schafft das. Ich weiß nicht, was das soll. Verstehe ich nicht. Es macht doch keinen Spaß. Ich habe den Kampf doch gewonnen. Da gibt es ja keine Diskussion drüber.
Oder muss ich die, also, oder muss ich da jetzt diese Power-Dinger so lange rausnudeln und einsammeln natürlich? Aber ist doch bescheuert. Wieso gibt's Lebensbalken? Aber immerhin kann man die Stadt kaputt machen. Ich hab's geschafft! Alter, kurz vor dem Ziel. Dass ich das nochmal schaffe. Oder nicht nochmal, dass ich es überhaupt mal schaffe, das hätte ich ja niemals gedacht. Aber ganz ehrlich, wenn ich so auf die Minutenzahl gucke, ich habe auch keinen Bock mehr weiterzuspielen und zu gucken. Die Kämpfe sind einfach zäh und dieses Unnötige in die Länge geziehe, ist nichts für mich. Also, danke, dass ihr diesmal reingeschaltet habt und mir bei meinen persönlichen Problemen bei dem Spiel zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr fantastischen Menschen da draußen. Tschüss.